Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht gerade, ich mache mich gerade ready. Ich gehe auf eine kleine Mini-Home-Trail-Runde und der Thema des heutigen Videos ist sozusagen Motivation. Und zwar auch Motivation, wenn das Wetter mal nicht so geil ist und man eigentlich sich gemütlich auf die Couch hängen will. Das Thema kann vielleicht auch interessant sein für Leute, die gar nicht so speziell über Mountainbiken irgendwie hier auf diesem Kanal sind, sondern für irgendwas anderes. Ihr könnt das anwenden, glaube ich, auf viele andere Dinge. Und ich verrate euch so ein paar Tricks zum Thema Motivation. Aber ich mache mich jetzt mal fertig. Geht's rauf aufs Rad und ab auf die matschigen Trails. Let's go. Leute, der Verkehr macht gar keinen Bock mehr. Es ist einfach so viel los auf den Straßen. Ah, ja, jetzt ist es mal ganz kurz trocken, deswegen freue ich mich, jetzt doch aufs Rad gegangen zu sein. Und da sind wir eigentlich auch schon beim allerersten Punkt zum Thema Motivation und Überwindung zu irgendwelchen Dingen. Punkt Nummer 1. Dinge sind nur schlimm, bis man sie endlich macht. Ihr kennt das vielleicht, der Moment, bevor man etwas macht, der ist meistens viel, viel schlimmer, als wenn man dann in der Situation drin ist. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel arbeiten geht oder zur Schule geht und keine Lust habt, aber wenn ihr erstmal da seid, ist das Ganze irgendwie halb so schlimm. Und genauso ist es jetzt hier bei diesem Wetter, genauso mit dem Fahrradfahren. So, Punkt Nummer 1 haben wir abgehakt. Ich denke, vielleicht kann das der eine oder andere nachvollziehen, was ich da erzähle. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast bei Punkt Nummer 2, denn wir fahren jetzt den Uphill. Und der Uphill ist ja das, was wir alle nicht mögen und vielleicht unsere Schwäche ist. Und zwar kann ich euch ein Buch empfehlen. Das Buch heißt Eat the Frog, also den Frosch essen. Klingt vielleicht ein bisschen eklig, ist aber eigentlich ganz logisch. Denn es geht so darum, grundlegend, jetzt vereinfacht gesagt, die Dinge, die man nicht so gerne mag und die man schlecht ist, die als erstes zu erledigen. Denn dann ist der Rest leicht. Man geht mit frischer Energie an die Sachen ran, die man nicht so gerne macht. Beim Mountainbiken trifft das ganz gut zu, denn ihr müsst ja erst den Berg erklimmen, bevor ihr downhill runterfahren könnt. Also Leute, in diesem Sinne brechen wir mal auf den Weg nach oben. Ich sehe gerade, hier wurde auch wieder, glaube ich, ein bisschen was kaputt gemacht und dann neu gebaut. Also die Leute und Jungs, die das hier kennen aus der Umgebung oder so und das Video schauen, lass mal gerne treffen und das hier richtig nice machen. Richtig schön ein paar schöne Sachen hinsetzen, schön was bauen und richtig Gas geben. Denn soweit ich weiß, ist das Stück hier sogar geduldet auf der Seite. Und ja, sollten wir was draus machen, finde ich. So, oben angekommen. Das war schon viel leichter als beim letzten Mal. Wir strampeln jetzt noch ein Stückchen hoch und währenddessen erzähle ich euch Punkt Nummer 3 zum Thema motiviert bleiben. Eigentlich klingt das ganz, ganz einfach, das Thema. Aber es geht darum, sich immer kleine Ziele zu setzen. Nicht das große Ziel, so wie zum Beispiel den ganzen Berg an einem Stück, sondern immer kleine Etappenziele, dass man die immer wieder erreicht und immer motiviert bleibt. Denn es gibt ja nichts Ätzenderes, wenn man ewig lange auf der Stelle tritt, das Gefühl hat, man kommt nicht voran. Aber vielleicht hat man auf dem Weg eigentlich schon kleine Ziele erreicht, die einem immer wieder Selbstbewusstsein geben, ein kleines Erfolgserlebnis. Das macht dann den Unterschied. So ist der Weg halt wirklich das Ziel und macht halt Spaß auf dem Weg bis zum Ziel. So, deswegen strampeln wir jetzt weiter hoch, nächste Etappe. Dann kommt auch schon die erste Abfahrt, die kennt ihr. Aber dann biegen wir links ab, anderen Weg runter, fahren nochmal ein anderes Stück hoch zum Uphill-Training und dann den Trail, den wir schon mal mit dem Thomas gemacht haben. Let's go! Ah, nächster Punkt auf der Liste. Du brauchst, egal was für ein Ziel, ein starkes Warum. Zum Beispiel Enduro-Rennen. Ich würde sagen, für manche ist es vielleicht das Warum, gewinnen oder so. Bei mir ist das aber was ganz anderes. Bei mir ist das einfach so, ich fahre jetzt nicht mal ein Jahr Fahrrad und möchte mich einfach so einer Herausforderung stellen. Und ich werde ja auch nicht jünger. Und ich musste schon viele Hobbys so an den Nagel hängen. Fitness funktioniert nicht mehr so wie früher.
einfach weil mein Körper nicht mehr so fit ist. Viele Wehwehchen, kann ich euch mal in einem anderen Video erzählen. Breakdance geht nicht mehr, weil man älter geworden ist. Und mit den Biken habe ich was gefunden, was mir wie ein richtig geiles Gefühl gibt. Ich habe so oft so Tage, wo ich abends im Bett liege und ans Fahrradfahren denke, morgens früh aufwache und das erste, was ich mache, ist wieder nach Fahrrädern gucken oder so. Vielleicht kennt ihr das. Für mich ist das einfach, gehört das dazu. Ich möchte nicht einer von so Leuten oder YouTubern, wenn man das so nennen mag, sein, die nur Videos machen und nie ein Rennen fahren. Und ein Enduro-Rennen mitfahren ist da einfach eine coole Sache. Und ich möchte nicht, dass die Leute mich so abstempeln zum Beispiel und sagen, hey, der macht das nur wegen YouTube oder so. Nee, so ist es halt wirklich gar nicht. Und deswegen beiß ich mich da so fest. Also such dir ein großes Warum. Das Warum pusht dich nämlich in den Zeiten, in denen es dir nicht so gut geht. In denen du mal keine Energie hast und auch gar keine Motivation. Und wenn du dann ein gutes Warum hast, dann, ja, dann fährst du halt auch einen steilen Berg hoch, ne? Wenn du einen guten Trail hast oben. Ihr wisst schon, was ich meine. So, wir fahren jetzt die Line hier mal runter und dann fahre ich nochmal ganz hoch. Die Zeit wird langsam knapp und es wird gleich dunkel werden, weil ich jetzt zweimal den Berg machen musste. Das war eigentlich nicht geplant. Wir fahren einfach mal runter, gucken das Ganze mal an. Da geht sogar schon was rein. Lass mal erkunden, Leute. Trainingsrunde wird zur Erkundungstour. Aber irgendwie geht hier noch nichts. Was ist denn hier? Ah doch, hier oben lang. Sieht ein bisschen nach Trail aus. Einfach mal blind da runterfahren. Mal ein bisschen einfahren hier den Weg. Aber sonst. Ah, hier könnte man richtig cool was machen. Auch lange Abfahrt wird das dann. Lang. Man weiß halt nicht, wo es richtig lang geht. Appell Nummer 2. Shit. Also da, ich weiß nicht, ob ihr das Video vom Thomas gesehen habt, über das ECSD. Da wünscht man sich doch ein E-Bike. Okay, Dämpfer mal wieder zu. Oh, die hat mir nie so super gut gefallen, hier die Leine, ne? Er ist mittlerweile komplett durch. Das ist halt echt auf Trails immer gefährlich, ne? Man muss echt gucken, was liegt denn da rum? Das sind Federn. Und weil die nass sind, sieht es so richtig komisch aus. Fahren wir mal das Stück hier. So eine Tretpassage ein bisschen dabei. Thank you.
Heute läuft nichts wie geplant. Gar nichts. Ich sehe mich gleich schon ein drittes Mal den Berg hochfahren, wenn ich ehrlich bin. Aber man sieht hier halt einfach wirklich Zero, ne? Ach, schon vorbei. Ihr erinnert euch. Trainingspassage hier. Ich hab grad keinen Bock. Also vom Feeling bin ich hier schon flotter als beim letzten Mal. Auch wenn ich hier bei mir nicht die krassesten Trails und die besten Sprünge und die tollsten Lines überhaupt habe, macht es einfach Spaß, draußen zu sein. Und auch bei so einem Wetter, was nicht wirklich optimal ist, einfach durchziehen. Also es gibt einfach nichts Geileres momentan, einfach eine Runde auf dem Bike zu sitzen und irgendwo hinzufahren. Dabei ist es fast egal, wie toll da die Strecken sind. Natürlich ist es Luxus, wenn die Strecken nice sind. First Sport, Leute. Hier hat alles angefangen. Nein, nicht ganz. Man sieht halt überhaupt nichts. Ich denke mal, das meiste ist richtig am Arsch. Mit dem Laub in den Kurven auch nicht so geil. Aber wir fahren jetzt einmal durch, bis nach hinten. Und dann letzter Tipp, Leute. Letzter Tipp. Guck mal, der kaputte Drop hier. Oh Gott. Brennt. Was ein Table. Da habe ich mich am Anfang eingepisst. Könnt ihr euch nicht vorstellen, Leute, dass ich mich hier eingepisst habe. Da ist der Mini-Kicker. Der letzte Punkt, um motiviert zu bleiben. Und es ist halt natürlich auch eine Art Privileg, würde ich sagen. Hab Leidenschaft für das, was du machst. Weil bei mir ist es so, wenn ich keine Leidenschaft für die Sachen habe, machen die mich nicht glücklich. Ich ziehe die Sachen nicht durch, ich brenne nicht dafür. Wofür mache ich das dann? Natürlich gibt es Sachen, die muss man einfach machen und da kommt man irgendwie nicht drum herum. Aber wenn man kann, macht die Dinge, für die ihr Leidenschaft habt. Das wird euch auch glücklicher machen, langfristig gesehen. Und das ist so mein Haupttipp eigentlich. Wenn du Leidenschaft für etwas hast, ach, dann macht das einfach alles viel mehr Bock. Für mich ist jetzt selbst das Uphill-Fahren, ich will nicht sagen, dass mir das Spaß macht, aber es ist halt eine Herausforderung, die so ein bisschen dazugehört aktuell. Und weil ich Leidenschaft dafür habe, macht mir das Bock. Ja, das kombiniert mit den anderen Punkten, ja, sollte eigentlich Raketenstart geben, würde ich mal sagen. Es waren einfach so ein paar Sachen, die ich einfach mal teilen wollte. Also viele Mountainbike-Leute machen halt so Content über das Mountainbiken und so. Aber anhand von Mountainbiken oder Sportarten, Breakdance, Fitness, was auch immer, kann man so viel Sachen lernen und so viel Sachen für sich mitnehmen und anwenden auf den Rest vom Leben. Und ja, das wollten wir einfach mal kurz gesagt haben. Jetzt springen wir mal den Kicker da vorne. So viel Schlamm hier. Also ich habe jetzt schon Glück, dass ich hier so ein paar Sachen habe, wo man fahren kann. Aber ich wünsche mir doch so längere Abfahrten einfach. Das wäre schon schön.
In diesem Sinne, Leute, abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben, Notifications an und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wie das läuft. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.